220 Kilo Kreuzheben mal 8 im API 7 bis 8. Gestern? War es gestern? Ne, vorgestern war es. Ja, viele von euch haben es mitbekommen, ich bin jetzt auf Sumo-Kreuzheben umgestiegen und ich wollte einfach mal so grob wissen, das war ein Spaßtraining, war nach der FIBO, ich war auch noch ein bisschen sore. Ich habe das Video gesehen, wer es nicht gesehen hat, ist irgendwie oben auf jeden Fall irgendwo, ja. Und ich war sehr überrascht über die Leistung, was da rausgekommen ist. Natürlich mit Plastikscheiben, ne, mit ein bisschen Musik auf den Ohren und auch mit einer anderen Stange. Aber ich war trotzdem sehr, sehr, sehr zufrieden. Ich war überrascht über die Leistung. Eigentlich waren so 210 mal 5 angepeilt. Aber das ist natürlich nicht mein richtiges Beintraining. Ja, das war Spaß. Das war jetzt mal einfach so zum Gucken. Und jetzt, meine Freunde, gehen wir mal ein richtiges Beintraining. Und wir gucken uns mal an, was ich derzeit mache. Heute ist nämlich eigentlich der Kniebeugetag. Ich muss jetzt ein bisschen was umstellen, weil ich ja gerade keine Kniebeugen mehr mache, sondern die durch Split Squats ausgetauscht habe. Und ich würde sagen, ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Viel Spaß beim Training. Und da gibt's natürlich in alter Frische, meine Freunde, das Voice-Over passend zum Training. Und ja, ich wollte euch heute einfach mal durchnehmen. Nee, ich wollte euch nicht durchnehmen, ich wollte euch mitnehmen durch mein Training. Vielleicht auch den einen oder anderen von euch mal durchnehmen. Ich weiß nicht, wie erotisch und attraktiv ihr gerade ausseht, ja. Aber nee, Spaß beiseite, Freunde. Wir haben angefangen mit den Split Squats für 5 Sätze mal 8 Wiederholungen. Der Split Squat ist derzeit der Ersatz für die Kniebeuge. Grund hierfür ist natürlich immer noch die Knieproblematik. Beim Split Squat ist es einfach so, dass wir unilateral arbeiten müssen. Bedeutet, der Gluteus muss viel mehr stabilisieren, was er eben bei zum Beispiel der Übung Kniebeugen nicht hat, sodass ich quasi bei mir über die Zeit Disbalancen antrainiert haben, die ich jetzt versuche eben mit dem Split Squat rauszubekommen. Gleichzeitig natürlich auch ohne Knirschen und ohne Probleme eine schöne Beinübung habe. Und als zweite Hauptübung haben wir am Beintag jetzt das Sumo-Kreuzheben. Bedeutet, heute haben wir 170 Kilo genommen. Ich habe, natürlich wisst ihr, dass ich jetzt neulich 220 gezogen habe, hier jetzt darauf geachtet, wirklich nur aus dem Arsch zu ziehen, beziehungsweise primär aus dem Arsch zu arbeiten. Bedeutet, ihr seht mich jetzt nicht wirklich tief mich festziehen. Ich könnte mich definitiv auch noch tiefer ziehen, mehr mit den Beinen arbeiten. Aber diesen Tag möchte ich vor allem dafür nutzen, dass ich eben wirklich den Arsch mit ins Sumo-Kreuzheben reinbekomme und eben nicht auf maximales Gewicht gehe. Wie gesagt, das war jetzt auch eine der ersten Einheiten, die jetzt so in die Richtung richtiges Training gehen soll. Und deswegen erstmal mit 170 Kilo angeteasert für 3 Sätze a 6 Wiederholungen. Man muss natürlich sagen, die Split Squats mit 60 Kilo 5x8, die ballern natürlich schon ordentlich die Beine weg. Deswegen habe ich mich da erstmal langsam rangetastet. Und ja, also ich mache jetzt quasi eine Mischung aus Sumo-Kreuzheben und Split-Squats, um quasi die Kniebeuge zu ersetzen, weil ich weder beim Sumo-Kreuzheben noch wirklich bei den Split-Squats Probleme habe. Zu der Knieproblematik werden wir aber auch separat nochmal was tun, weil die sollte jetzt sich relativ schnell wieder erledigt haben. Die Videos dazu folgen auch noch. Als erste Zusatzübung gab es dann das Romanian Deadlift oder die Romanian Deadlifts dazu. Auch hier erste Einheit, die so trainiert wurde, bedeutet erstmal mit 90 Kilo eingestiegen und das wird natürlich jetzt progressiv dann auf die nächsten 3 Trainingseinheiten gesteigert. Wir haben jetzt 3x8 gemacht. Hier liegt bei mir wirklich der Fokus darauf, dass ich so weit runtergehe, dass die Beinbeuger wirklich auch dynamisch gedehnt werden. Also dass ich quasi ja, einen richtig guten Stretch in den Beinbeugern habe und dann gehe ich erst wieder hoch. Ja, so ein Ticken versuche ich natürlich auch gegen unten oder gegen jetzt gerade die Bewegung zu verlangsamen, damit ich wirklich diesen Stretch spüre, kurz halten und dann wieder hochgehen. Und ja, hier einfach auch quasi als Ersatz jetzt für das Conventional Deadlift, was ich ja jetzt gerade nicht mehr habe, weil ich eben Sumo-Kreuzheben jetzt wieder im Plan drin habe. Als zweite Zusatzübung haben wir dann noch die Glute Bridges gemacht, so als Finisher quasi für den Hintern, mit 60 Kilo für 3x8. Hier achte ich wirklich darauf, volle Kontraktion oben, wirklich bis zum Gehtnichtmehr. Habe mir noch so ein Loopband um die Knie herum gemacht. Das ist jetzt so ein enges Loopband. Normalerweise benutze ich unsere breiten Loopbands. Dazu wird es, by the way, auch noch eine Aktion geben. Aber genau, hier volle Kontraktion, oben wirklich 5 Sekunden halten, bis der Arsch brennt, so als Finisher quasi. Und das war es quasi auch schon fürs Beintraining. Danach dann noch die Klimmzüge weggeballert für 5x8. Bisschen rudern, was ich aber nicht aufgenommen habe und dann noch ein bisschen was fürs Knie gemacht. Aber wie gesagt, da halte ich euch noch in einem separaten Video auf dem Laufenden. Und ja, meine Freunde, jetzt wünsche ich euch viel Spaß weiterhin mit dem Vlog. Leute, gönnt euch Sommerkollektion von Athletic Aesthetics.
Ja, Freunde, das war mal eine entspannte Beineinheit. Also ihr habt gesehen, zuerst die Split Squats, dann das Sumo-Kreuz eben, bisschen Romanian, bisschen Glutes und dann auch ein paar Klimmzüge geballert und im Anschluss noch Rudern. Bisschen was für die Knie gemacht und das war's auch schon, meine Freunde. Und jetzt geht's erstmal schön gemütlich was essen. Schönes Wetter draußen. Ja, sieht man das? Ich weiß es nicht. Bedeutet, Grillen selbstverständlich. So, Freunde, jetzt mal ehrenhaften Real Talk, ja? Wenn ihr leckere Gummibärchen haben wollt, cut this. Schmecken geil. Ist mal was anderes als diese normalen Haribos Gummibärchen. Das kann man sich schon geben. Schon geil. Sehr schön, was du da. Richtig liebevoll. Hast du das studiert? Ja. Läuft. Vorbildlich, ja. Ja, kein Wasser verschwenden. Ja, richtig, genau. Die Tomaten sind jetzt kein Stückchen sauberer als vorher, aber wir haben einen Liter Wasser verbraucht. Mhm. Ja. Das ist doch besser. Warum hast du es jetzt da hingelegt? Damit du dir jetzt schneiden kannst. Warum tut sich da nichts mehr? Bist du kaputt? Hallo? Wenn man nicht alles selber macht, ne, Freunde? Jetzt muss ich hier wieder, ne, die Schneideskills auspacken. Zack! So, hier ist noch ein Brettchen. Hier ist ein Brettchen. Brettchen. Oh, das ist ein Brettchen. Bam. So, zack. Da kann sich der Tobi noch eine Scheibe von abschneiden. Bei diesen Tomaten-Cutting-Skills, die ich hier an den Tag lege. Die ein oder andere Scheibe. Was für Skills legst du am Tag? Meine Tomaten-Cutting-Skills. Bam. Wow. Zack. Ups. Noch so ein richtig schön fettiges Fertigdressing. Nein, das ist Lein. Oh, das, ja, das habe ich ja auch gekauft. Nein, das habe ich gekauft. Das habe ich gekauft. Das habe ich gekauft. Das habe ich gekauft. Nein, das habe ich gekauft. Mann, das habe ich gekauft. Selber. Geh jetzt weg. Ach, scheiße. Mann! Ey! Jo, moin! Ballert. So, Freunde, was zuerst? Wir haben auch noch Pulled Pork im Backofen und wir haben noch Süßkartoffelpommes und noch ein Baguette und wir haben Hähnchen Mini-Steaks und Hähnchen Grillis. Ich glaube, ich fange damit an. So, Freunde, fertig ist das gute Stück hier. Bisschen Hähnchenfleisch auf meinen Nacken. Bisschen Süßkartoffelpommes, Tzatziki, Salat, ein paar Soßen. Im Backofen ist noch Pulled Pork und noch ein Baguette. Das wird sich jetzt gegönnt, meine Freunde, denn ich habe fast den ganzen Tag nichts gegessen. Und ja, meine Freunde, ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen. Ich werde euch jetzt hier verlassen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Was? Nee, nicht. Tschüss. Was kommt jetzt? Bis dahin, macht's gut. Was sage ich nach jedem Video? Peace. Richtig, meine Freunde. Peace. You know that you can.